Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Writing Bull und zurück bei Veni Vidi WB. Ich bin noch immer eure Kari, stamme noch immer aus wunderschönen Rom, aber ich habe selbstverständlich meinen Uronikus auch immer noch dabei. Hi, Uron. Hallo. Er war so fleißig und hat uns einmal quer übers Mittelmeer von Karthago wieder nach Rom zurückgebracht. Und wo ich wir schon natürlich gerade beobachten. Natürlich Uronikus und natürlich euch, Karikus, liefern wir die besten Oliven und die besten Berichte, weil wir natürlich gespannt über eure Berichte über die ferne See sind. Natürlich, wir werden auch gleich von berichten, aber erst einmal sehen wir ja gerade, die letzten Eroberungsfeldzüge im Süden haben quasi schon ihren Ausgang gefunden. Sehr interessant, da ist eine weitere Provinz erobert worden, zwei fehlen noch, dann ist der Stiefel erobert. Wie läuft es denn in Rom? Nun, es läuft relativ gut, wir haben große Eroberungen gewonnen, haben Rückschläge erlitten, aber ja, nun sind wir in einem nicht enden wollenden Krieg und dem Gegner scheint auch nicht die Manpower auszugehen, aber uns ist sie tatsächlich jetzt ausgegangen. Also es braucht sozusagen einen letzten verzweifelten Schlag, ob wir sie doch noch besiegen können. Ja, und leider ist einer unserer treuesten Verbündeten durch einen Fehler, einen falschen Brief, tatsächlich nicht mehr unser Verbündeter. Ja, wir sind immer noch euer treuer Freund und ihr garantiert uns ja und wir arbeiten wieder an unserem Bündnis. Aber leider ist unsere Stammesangehörigkeit durch ein sehr interessantes kleinen Fehler auseinander. Wir konnten ihm nicht in den Krieg folgen und deswegen werden wir natürlich jetzt sein treuer Klientel, sein treuer Untergebener. Und wir arbeiten daran derzeitig beidseitig. Nun, da wünschen wir selbstverständlich viel Erfolg. Das klingt ja nicht gut, wenn man seinen treuesten Verbündeten einfach mal so verliert. Ja. Einfach nur, weil ein Bote einen Brief nicht zugestellt hat. Wir sagen immer noch, das war irgendeiner. Hier bitte, liebe Zuschauer, das Land einfügen, was ihr am wenigsten mögt, in den Kommentaren. Das war bestimmt schon allein aufgrund der Farbe jemand aus Emporien. Emporien, ja. Das ist nämlich so wundervoll intensiv pink. Ja. Es gibt einfach Dinge, die tut man nicht. Und da gehört sowas dazu. Ja, aber gut, das kann man natürlich nicht beeinflussen, insofern. Es ist halt so. Aber ja, ne, es war auf jeden Fall ein emporischer Spion, der ein Schreiben gefälscht hat. Auf jeden Fall. Eindeutig. Bestimmt, ja. Gut, aber zurück zum eigentlichen Thema. Kroton ist inzwischen komplett eingenommen. Im Süden wird jetzt jenseits des Stiefels auf jeden Fall schon mal erobert. Was tut ihr eigentlich gegen Gnaeus Flavius? Oder für ihn? Nun, ich habe erst versucht, seiner Familie Macht anzubieten, aber tatsächlich interessiert er sich nicht dafür. Und das stellt uns doch vor ein größeres Problem. Also ihr könnt ihn im Augenblick bestechen, ihm die Freundschaft anbieten und ihm Gehalt gewähren. Ihr könntet ihn auch einkerkern. Wir werden es als erstes versuchen mit Bestechung. Und falls das auf Dauer nicht klappen sollte, werden wir andere Wege finden. Nun, er war direkt auf 20%, fällt aber direkt wieder aufgrund der hohen Tyrannei. Das sieht man direkt, dadurch fällt das auch direkt wieder. Ich persönlich würde ja sagen, bietet ihm auch noch die Freundschaft an. Das wird euch zwar ein bisschen was kosten, aber mit 1700 Goldstücken auf der Bank sollte euch das ja nicht zu sehr wehtun, oder? Wieso sollten wir ihm die Freundschaft, einem illoyalen Staatsbürger Roms, wieso sollten wir ihm die Freundschaft gewähren? Erklärt mir dies. Wie war dieser Spruch nochmal, willst du mein Freund nicht sein, schlage ich dir den Schädel ein oder so? Ich würde eher hier argumentieren mit halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher. Nun, da habt ihr natürlich recht. Wir werden es versuchen. Und ein Wort der Warnung, Korsika verliert zurzeit wieder Loyalität. Nun, dies ist natürlich aufgrund der hohen Kriegsmüdigkeit. Ja, selbstverständlich, aber gut, trotzdem warnen wollte ich euch. Ich schaue auch einmal gerade ganz kurz auf eure Familien, weil ich gerade gesehen habe, dass unglaublich viele unzufrieden sind. Ihr habt natürlich sehr viele Familien zurzeit im Reich. Aber die wird er als Rom auch benötigen. Natürlich. Später einmal. Moment.
Ist da gerade im Norden ein Krieg ausgebrochen? Ja. Ja, tatsächlich hat man uns angegriffen. Tja, dann solltet ihr den Krieg im Süden auf jeden Fall so schnell wie möglich beenden. Und da wurde eine Armee besiegt. Ist die Frage, was wollt ihr tun? Im Süden jetzt erstmal beenden, um nach Norden zu können? Oder im Norden jetzt neue Truppen ausheben, was ihr gar nicht mal könnt? Tja, was tut ihr? Nun, ich denke, wir werden den Krieg im Süden beilegen, Geld fordern und dann später wiederkommen natürlich und unsere Truppen nach Norden ziehen. Eine durchaus kluge Entscheidung, da ihr dort unten leider doch relativ unterlegen wart. Werter Freund, habt ihr Provinzen, die wir noch unter unsere Verwaltung stellen sollen? Lasst uns schauen. Wir werden euch noch eine weitere Provinz geben. Oder eine weitere Stadt eher. Deiner Provinz natürlich weitaus mehr zufrieden, aber eine Stadt gefällt uns auch. Ist unsere Heimatprovinz, vervollständigt um die großen rauchenden Berge. Apropos, sie rauchen noch immer? Sie rauchen noch immer. Das, liebe Zuschauer, ist tatsächlich einfach ein kleines Zufallsevent. Wir reden selbstverständlich von Pompeji, vom Vesuv. Ihr könnt Glück haben, dass der nach 200 Jahren ausbricht. Ihr könnt richtig Pech haben, dass der nach einem halben Jahr ausbricht. Und ja, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Im Moment hat er noch Glück. Rom könnte im Notfall sogar mit Geld helfen zur Seite springen, um dann die Effekte zu beseitigen. Wir schauen einfach ganz kurz auf Pompeji. Ja, die haben zurzeit nur 86 Gold. Also nicht Pompeji, sondern Nukerien heißt es ja tatsächlich. Ihr habt übrigens eine verachtete Familie. Warum gibt ihr den Memii nichts zu tun? Weil wir keine Ämter für den Memii haben. Gut, das ist auch eine relativ große Familie, muss man sagen. Sehe ich das eigentlich gerade richtig, dass da oben im Norden Semnonien gerade anfängt, euer Land einzunehmen? Ja, das seht ihr leider richtig. Wir werden unsere Truppen natürlich sofort dorthin bewegen lassen. Und von der anderen Seite kommt jetzt nämlich auch noch Genuatien. Das ist interessant. Ja, ach, ich wollte schon gerade sagen, ihr habt eine Forschung, aber die habt ihr ja direkt gefunden. Was ist das denn? In Gaunien? Warum kenne ich die nicht? In Gaunien? Ah, ich habe sie schon direkt gefunden. Die sind direkt neben Genuatien, dieses Zwei-Provinzler-kleines Ländchen in Schwarz. Ah, hier, Album Inganum und Sabo. Genau die. Sie waren mir nur gerade so unbekannt, ich hatte von denen noch nie gehört. Na gut, sind in den Dimensionen des römischen Reiches natürlich auch vergleichsweise unscheinbar. Definitiv. Und ich höre übrigens gerade durch unsere Spione, dass Armenien schon wieder Krieg führt. Was? Ja. Sehr erstaunlich. Gegen wen denn diesmal? Gegen Kolchis, den nördlichen Nachbarn. Ah, die Armenier sind... Ja, wie soll ich es nennen? Fleißig? Durchaus, durchaus. Sollen wir euch noch einmal nach Armenien schicken? Ich habe eine schnelle Tireme hier, mit guten Ruderern. Allesamt ausgebildet vom großen Oronikus. Er sitzt an der Trommel auch nur. Das wäre sehr gut, ja. Wenn ich aber der Meister, der rudert so viel schöner. Okay, aber ich werde euch rudern, Meisterin. Dann macht es gut. Wir sind dann auf mal. Bald. Auf bald. Hau. Ruck. Lan. Hau. Ruck. So. Trommelt und wir rudern in seine Richtung und dann schön auf die Karawane in das schöne Armenien. Hier sind wir wieder. Seid gegrüßt. Ja, hallo. Wir haben schon gehört, ihr führt wieder einen glorreichen Krieg. Ja, so glorreich hat er gar nicht angefangen. Irgendjemand hat vergessen, unsere Armeen zu bezahlen. Ich weiß nicht, also es muss ein sehr inkompetenter General gewesen sein.
Es läuft auch, ja, das läuft auch. Könnte besser laufen. Ja, könnte es tatsächlich. Wir schauen jetzt gerade mal ganz kurz hier auf die Schlachten im Süden. Ja, habt ihr noch einen weiteren Kriegsgegner und der scheint eure Truppen da gerade auseinanderzunehmen. Die laufen da alle rein. Was ist denn da los hier? Ja, mutmaßlich versuchen sie natürlich, eure Truppen zu verstärken und laufen dementsprechend direkt auf den Gegner zu, vor dem die angesprochene Truppe eigentlich gerade flieht. Aber zumindest eine Schlacht gewonnen im nördlicheren Teil. Sehr schön. Und ja. Schauen wir doch mal. Ja, die Truppe ist auf der Flucht. Die anderen ziehen sich dort hinten gerade zusammen in der Stadt. Tja, die Moral ist generell gerade mal nicht so hoch, wenn ich das richtig sehe. Aber wir müssen einfach die Situation wieder ein wenig unter Kontrolle kriegen, dann wird das auch funktionieren. Da haben wir nur... Ja, es ist halt Soldaten, die nicht bezahlt werden, die kämpfen halt auch nicht gerne. Das kann man natürlich auch irgendwo verstehen. Ja, natürlich. Und dementsprechend laufen die Schlachten dann auch nicht ganz so gut. Aber da sehe ich schon, da wird es gerade schon besser. Sehr schön. Wir sind siegreich. Wir sind nochmal siegreich. Na also, es geht doch. Ups. Gut, im Allgemeinen... Es sind jetzt natürlich zwei Kriegsgegner gleichzeitig, da muss man jetzt erstmal mit fertig werden. Kann so erfreulich ausgehen. Ja, Verluste sind da natürlich auch mit bei. Aber Moment mal, da oben ist ein Friedensangebot. Schauen wir da mal drauf. Frieden ersuchen aus Kolchis. Mhm. Nehmt ihr das Nein. an? Nein. Ja, wir werden den Frieden selber diktieren. Also... Ja, natürlich. Und wir haben... Ist das ein Handelsangebot? Jo, wir haben sogar ein Handelsangebot aus Ägypten. Aber ihr hattet ja recht, wir wollten ja auch... Ihr habt das praktisch für uns gemacht. Ja, wir haben selbstverständlich Diplomaten losgeschickt für das Friedensangebot. Nur für euch. Aber was möchte Ägypten denn jetzt eigentlich? Metall. Mhm. Ja, wir haben erstmal Nein gesagt. Ägypten importiert schon Eisen von uns und wenn Ägypten wieder dem Phrygien den Krieg erklärt, dann wollen wir das nicht nur unterstützen. Und dann müssen wir erstmal mit denen uns unterhalten, was denn da der Grund für deren Eisenimport ist. Das solltet ihr dann auf jeden Fall tun. Im Westen erobert der Feind jetzt übrigens aber auch gerade erstmal Gebiete. Das sieht nicht ganz so gut aus. Er nimmt euch da gerade einiges weg. Aber die eine Armee ist da auf der Flucht. Das heißt, zur Zeit... Ja, die... ein paar zu viele Sklaven sammeln die da schon. Die haben schon 2-3 Sklaven gesammelt. Das gar nicht in unserem... Das macht man ja auch. Gut, da hilft halt nur Armeen hinschicken, abfangen. Ich sehe aber gerade schon, die sind schon auf dem Weg, oder? Ja, da hinten kommt die 13.000er. Die hat sich inzwischen ein bisschen erholt. Das machen wir, die sind nur... Die brauchen halt was. Ja. Oh, und da kommen auch noch Barbaren im Norden. Ah ja. Die sind aber angeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Ja, stark angeschlagen. Ich glaube auch, die haben schon eine weitere Reise anscheinend. Hinter sich und gehen auf anders hin. Ist ja gar nicht so. Ja. Nee. Ist ja positiv. Ja, durchaus. Wenn die Nordfeind da so ein bisschen ablenken, auf jeden Fall. Im Moment sieht es auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser aus als zu dem Zeitpunkt, wo wir hier reingekommen sind. Das wird auf jeden Fall besser. Ja. Besser als angefangen hat, jedenfalls. könnt ihr uns denn vielleicht so ein paar Gerüchte erzählen, was unsere großen Nachbarn drumherum denn so anstellen? Also wenn Ägypten jetzt schon wieder Eisen importiert, dann werden sie das ja nicht machen, um, wie sie uns zuerst erklärt haben, irgendwelche Dämme zu bauen. Also da irgendwelche Gerüchte gehört? Sagen wir es so, sie haben unglaublich viele illoyale Bevölkerung. Teilweise sogar bei 9, 0%. Wow.
Ja, Bürgerkriegsgefahr. Wo? In Griechenland? In Ägypten? Oh, das, davon haben wir auch gehört, dass dort ein Bürgerkrieg kurz bevorsteht. Ja. Irgendetwas war da auch so mit das war fast ein bisschen lustig, da irgendwie mit der Frau des Anführers oder eines Generals, die sich dort eigene Truppen ausgehoben hat. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Yep, ich habe sie gefunden, das ist Lisandra Lagit. Schauen wir mal, die Veteranen könnten ausbezahlt werden, kostet aber, das ist ganz schön teuer, 309 Gold. Tja, das muss er halt selber wissen, er hat relativ viel Gold auf der hohen Kante auf jeden Fall. Aber schauen wir mal kurz weiter, wir haben ja noch Phrygien. Was haben die denn so? So, das sieht nicht viel besser aus. Auch nicht besser, ja. Ja, die haben ebenfalls extrem viele illoyale Charaktere, ein paar davon ziemlich tief. Ja, sieht nicht so gut aus. Seleukiden haben damit kein Problem. Absolut keins. Haben recht viele Armeen. Vielleicht nicht ganz das, was wir hören wollten, aber gut. Naja, nun, es hilft ja nichts, euch zu erzählen, was ihr hören wollt. Ihr müsst hier schließlich mit der Realität arbeiten. Wie bitte? Das funktioniert bei uns am Hof aber anders. Wirklich? Okay. Ja, deswegen sind wir ja auch so fast erfolgreich in den Krieg gestartet. Aus Überzeugung quasi. Aus Überzeugung, weil unsere Berater gesagt haben, das wird schon funktionieren. Wir hatten aber auch gar keine andere Wahl, irgendwas anderes zu sagen. Ich weiß ja nicht, ob diese Taktik sich auf Dauer auszahlen wird, aber gut. Ja. Mir jetzt sagen, dass wir hier nicht das größte Reich auf Erden wären. So rein flächenmäßig? Naja. Nein. Was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall. Wohl wahr. Wie sehen denn die weiteren Kriegspläne zurzeit aus von Armenien? Habt ihr da schon was geplant? So direkte Nachbarn oder so. Vielleicht nochmal die Seleukiden? Nein, unsere Kriegspläne haben wir jetzt mit dem Krieg gegen Kolchis, den wir gerade auch im Moment abschließen konnten, erstmal abgeschlossen. Wir werden jetzt die Barbaren dort zurückschlagen und dann müssen wir unser Reich auch erstmal wieder neu organisieren. Es gilt, neue Statthalter einzusetzen, sich zu erholen. Routenreserve ist natürlich auch sehr geschrumpft und dann werden wir natürlich wieder den Blick nach Süden richten, was denn die Seeleukiden machen. Phrygien macht. Das ist für uns ja doch sehr bedeutsam. Ja, durchaus. Ich sehe übrigens gerade, ihr habt Barbaren bei euch im Bereich. Ja, genau. Die versuchen wir gerade zu schlagen. Das sollte uns auch gelingen. Mhm. Auf jeden Fall. Das sieht sehr gut aus. Aber ihr habt auch Armeen im Exil, oben im Norden. Die müsst ihr auch erstmal nach Hause holen, oder? Hier oben, wir müssen jetzt alle erstmal wieder zurückrufen. Noch feiern sie den Sieg. Wird sich das schon alles organisieren. Okay, sehr schön. Ihr habt aber auch eine unzufriedene Familie, die Ariaratit. Meine Güte, was für ein Name. Dem könnte man zum Beispiel auch ein Kommando geben oder so. Ich meine, ihr habt ja eins frei oder auch mehrere. Ja, oder wir könnten ihn einkerkern lassen oder so. Das kann man natürlich auch. Ja. Ja. Eine klare Linie, ne? Ja, also wir reden da ja. Also ich finde, da gibt es jetzt keinen Grund für Diskussionen über unseren Herrschaftsstil. Also diese komischen demokratischen Ideen, die da irgendwelche seltsamen Leute aus dem Westen haben oder so, das... Das wollen wir bei uns erst gar nicht einreißen lassen. Ja, nur gut. Jedem das Seine. Wir wünschen euch natürlich noch viel Erfolg. Vielen Dank. Mit allem, was ihr dort tut. Ihr befindet euch wieder im Krieg. Das haben wir gerade auch festgestellt. Mit der Pontischen Revolte. Ist auch nur gerade so aufgefallen.
Ihr werdet das schon schaffen. Wir machen uns mal wieder auf den Weg in Richtung Heimat. Ja. Genau. Also Oronikus, rudere. Ja, dann würde ich sagen, wir rudern. Ja. Dann eine gute Reise. Danke. Hau ruck. Okay, wir sind da. Ach, wieder zurück im wunderschönen Epirus. Hallo, jemand ja, zu Hause? Seid gegrüßt, ja. Wir bestrafen gerade die Verräter. Welche die, genau meint ihr? Ah, die Abria, die uns zusammen mit den Illyrern, also die Illyrer im Allgemeinen, das ist ja alles ein Barbarenpack da. Die haben sich ja alle gegen uns zusammengeschlossen. Und die bestrafen wir jetzt einfach. Und Dardanien ist auch noch mit dabei. Wo ist denn Dardanien? Ach, da ist Dardanien. Ja, die fühlen sich da irgendwie verantwortlich. Wahrscheinlich durch irgendein Bündnis, aber das ist ja Quatsch. Also zwischen ja, Barbaren... Wie wollen also, die da jemals hinkommen? Ja, das wissen die wahrscheinlich selber noch nicht. Also wir hoffen auch, dass sie nicht kommen. Aber mal sehen. Selbst wenn sie kommen, werden wir, glaube ich, mit ihnen fertig werden. Denn wir haben jetzt endlich unsere Kavallerie eingerichtet. Wir haben jetzt auch berittene Soldaten und die werden den Feind einfach niederreiten. Das klingt ja auch vielversprechend. Das sehen wir schon in der ersten Stratos leichte Kavallerie. Mhm. Sind zwar nicht so viele, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Und dementsprechend haben wir dann auch unsere Militärtradition schon angepasst, um die Kavallerie zu stärken. Wundervoll. Ihr habt übrigens wieder eine Militärtradition offen, ne? Ja, wir überlegen noch. Die halten wir uns erstmal noch offen. Wo wir die investieren, das hängt so ein bisschen von der weiteren Entwicklung der Armee ab. Man muss sich ja immer anschauen, welche Handelsgüter man bekommt. Also es ist zum Beispiel nicht besonders leicht, an Eisen zu kommen. Schon um an Pferde zu kommen, da mussten wir ganz schön unsere nördlichen Nachbarn umschmeicheln, um überhaupt sie zum Handel zu bewegen. Aber das ist uns dann Gott sei Dank gelungen. Mhm. Was mir natürlich gerade auffällt, wenn ihr die Sarissa nehmt, würde als nächstes halt die tarentinischen Britinnen kommen. Defensive der leichten Kavallerie plus 15%. Wenn ihr die weiter nutzen wollt, wäre das vielleicht eine Idee. Ja, also im Moment sind wir wirklich geneigt dazu, unsere Kavallerietradition weiter auszubauen. Aber das werden wir dann vielleicht sehen, wenn die ersten Schlachten stattgefunden haben, wie gut sich die Kavallerie da schlägt. Ob wir das weitergehen oder ob wir vielleicht doch wieder auf Infanterie umsteigen. Das wird sich noch zeigen. Mal sehen, ob wir das in den nächsten Schlachten feststellen können, was da der beste Weg ist. Und übrigens habt ihr gesehen, dass wir unsere Flotte ausgebaut haben. Die ist jetzt doppelt so groß. Wir haben jetzt statt 2 Schiffen 4 Schiffe. 100% Steigung. Wow. Ja. Es verkauft sich gut bei den nächsten Wahlen, wenn wir Wahlen hätten. Wenn ihr Wahlen hättet, würde es sich bei diesen gut verkaufen. Natürlich, ja, da habt ihr vollkommen recht damit. Naja, das muss man ja dazu sagen. Ja, natürlich. So, aber euer Feind hat gerade wieder eine Armee ausgehoben. Oh, jetzt kommt's zur Schlacht hier. 8000 haben sie im Norden, damit kommen sie jetzt gerade an. Es wird sich zeigen, wie gut die Kavallerie sich schlägt. Mhm. Auf jeden Fall ist die gesamte Armee, oder fast die gesamte Armee, loyal. Ein vernichtender Sieg. Und ein weiterer vernichtender Sieg und ein Anführer gefangen. Die Schlacht hat ja nicht mal 2 Tage gedauert. Also ich glaube, die Kavallerie tut sich hier gut. Durchaus. Es der Gegner war natürlich auch stark demoralisiert, muss man dazu sagen, aber trotzdem. Die Kavallerie konnte den Feind gut niederreiten, hatte ich das Gefühl. Definitiv. Er konnte nicht mal fliehen. Witzig war, vielleicht habt ihr das mitbekommen, wir hatten ursprünglich geplant, die Kaviar anzugreifen, die jetzt nur noch eine kleine grüne Stadt dort im Gebirge haben. Wir haben tatsächlich kurz vor unserer Kriegserklärung haben die sich verkrümelt und ihre Stadt aufgegeben. Die haben tatsächlich die Stadt aufgegeben? Ja, ich glaube, da war einfach ein Krieg, die war besetzt, da ist das gleiche passiert wie in Epidamnos, dass einfach keine Bürger mehr übrig waren und dann die Stadt aufgegeben wurde. Genau, das haben wir natürlich zwischenzeitlich auch gesehen. Ihr habt die Stadt zurück, sogar mit 2 Einwohnern. Genau, wir haben erstmal die Bürger in Illyrien zivilisiert und dann Epidamnos wieder neu besiedelt mit ordentlichen Griechen. Und die Stadt ist jetzt auch loyal. Da gibt es keine
keine Probleme mehr, so wie vorher mit irgendwelchen Verrat oder so. Die sind alle glücklich und zufrieden. Und ja, die Forschung brummt, das können wir vielleicht auch nochmal sagen. Da müssen wir ein bisschen mit angeben, denn ich glaube, dass Epiros das fortschrittlichste Land der Welt ist, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber wir sind auf jeden Fall vorne dabei. Also möglich ist es durchaus, momentan ist Stufe 4. Ja. Ich wollte gerade meinen, also möglich ist es absolut. So, der Krieg, ich glaube, wir können den Krieg sogar jetzt schon beenden, denn Dardanien scheint sich hier nicht beteiligen zu wollen und wir haben keine Lust, hier irgendwie durchs Gebirge zu laufen. Nun, ich glaube, sie kommen schlicht und ergreifend nicht durch, oder? Vielleicht machen wir ihnen einfach mal ein Angebot. Ja, sie würden es auch annehmen. Also wir wollen nicht durchs Gebirge laufen, deswegen werden wir jetzt einfach zufrieden sein, dass wir die Abria besiegt haben, die uns vormals verraten haben. Und dann ist auch wieder Frieden. Wundervoll. Natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja, das Land gehört euch. Und ihr könnt direkt die nächste Erfindung auf jeden Fall noch auswählen. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten. Das Witzige, was wir von konnten wir die Erfindung auswählen, uns wie Menschen zu verhalten. Das haben wir bisher nicht gemacht. Das heißt, wir verhalten uns bisher nicht wie Menschen. Das war eine von diesen... wie heißen die? Diese Redekunst-Fortschritte. Da war irgendwie menschliches Verhalten. Aber was wir haben uns nicht denn dafür von Wahrsagern? Was haltet ihr von Wahrsagern? Moralerholung plus 2%? Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht die Welt, aber mehr. Besser als nichts? Ja, wir werden uns das überlegen, denn es ist ja leider nicht möglich, alle Erfindungen hier so schnell. Wir schreiten ja so schnell voran in unserer Technologie, dass wir uns nicht alle Erfindungen sofort leisten können. Deswegen müssen wir wirklich sehr. Oh, Importroute in der Hauptstadt sehe ich hier. Flussschuten. Ich glaube, das werden wir nehmen. Das klingt das gut, ja. Das fördert den Handel. Handel ist immer gut. Definitiv. Mhm. Oh, und ich höre gerade in, es gibt eine Rebellion in, oh Gott, in Phrygien. Hoffentlich bei uns. Oha. Oh nee, das sind unsere Freunde. Phrygische Revolte. Oh Gott. Das ist ja schlimm. Meine Schwester ist die Ehefrau des phrygischen Herrschers. Das ist die Hälfte des Reiches. Ich wollte gerade meinen, mitten im Reich hat sich ein riesiges Stück unter Revolte erhoben. Das ist kritisch. Vielleicht muss ich meinen Schwager mal fragen, ob er Unterstützung braucht. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Bürgerkrieg tobt. Jede Stadt, die ihr übernommen wird, wird automatisch Teil der anderen Seite. Ja, na dann mache ich mich mal vielleicht los und frage, ob er Hilfe braucht. Auf jeden Fall. Viel Erfolg dabei. Natürlich auch ihm richtet es bitte von uns aus. Das wird spannend. Ja, absolut. Ich rudere uns dann mal zurück nach Rom. Yep. Vielen, vielen Dank. Ruck. So. Schwierig, ne? Ja, das sieht ganz schön übel aus, wenn man sich das so anguckt. Die Revolte ist auch gar nicht mal schwach. Die haben ganz schön große Armeen da teilweise. Sie ist nicht schwach, durchaus. Die Formulierungen finde ich so herrlich gerade. Wenn ich da so reingucke, denke ich mir so, das war's wohl mit Phrygien. Nö, hat eine ganz gute Chance, denke ich. Nee, mal. Das stimmt schon. Es wird auf jeden Fall schwer, aber das ist vollkommen machbar. Ja, es wird Arbeit kosten. Es wird Arbeit kosten, aber er kann es wahrscheinlich wieder einnehmen. Ja, klar. Problem an der ganzen Sache ist jetzt natürlich, er ist jetzt abgelenkt. Er ist geschwächt. Und er hat Feinde um sich herum, die ihn schon mal angegriffen haben. Tja, ist die Frage, werden sie das ausnutzen? Was meinst du? Wenn ich mir das hier so ansehe. Also es wäre für die Feinde von Phrygien jetzt ein guter Moment, ja. Definitiv. Aber sie scheinen im Moment keine Anstalten zu machen. Übrigens, im Osten des Reiches haben wir so eine winzige Enklave. Aber die Rückeroberung geht rasch vonstatten. Auf jeden Fall. Also er hat ja auch viele Verbündete, so ist das ja nicht. Und hier diese winzige Enklave im Osten. Keine Gebiete. Genau. Nee, das Gebiet ist loyal geblieben.
Größtenteils zumindest, bis auf dieses kleine Ding. In erster Linie auf der Halbinsel. Mhm. Genau. Halt jenseits von Kappadokien. Vielleicht haben die Kappadokier ja auch ihre Finger da im Spiel. Na, wer weiß. Müsste man mal gucken. Hm. Aber ja, man kann dabei zusehen, wie er hier zurückerobert. Wird ja immer mehr Städte zurückerobert. Mhm. Das sieht eigentlich ganz interessant aus, ne, wenn man es beobachtet. Yep, also er frisst sich da halt so durch. Sieht so ein bisschen nach Schweizer Käse aus. Die Revolte wird immer weiter zurückgedrängt. Ja, auf jeden Fall. Tja, meine lieben Zuschauer, wir sind aber auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß mit uns. Ja, definitiv. War schön heute. Auf jeden Fall. Deshalb, wir sehen uns bald wieder. Es war interessant. Tschüss. Ciao.